Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Discord Python Bot Programmierung. Ja, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Ich hatte sehr wenig Zeit und deswegen, da ihr die ganze Zeit wolltet, dass ich unbedingt weitermache, habe ich mich zu einem Kompromiss entschlossen. Nämlich werden demnächst wieder kleinere Discord Python Bot Programmierungs Tutorials kommen. Damit habe ich weniger Zeitaufwand, so dass ich es auch in meinen Terminplan kriege. Und ihr habt gleichzeitig dafür geile Videos, mit denen ihr losprogrammieren könnt. Das heißt, wir fangen heute direkt an mit einer Willkommensnachricht, wenn jemand auf euren Server joint. Viel Spaß! Gut, dann gehen wir hier direkt in PyCharm und fangen mit einem neuen Event an. Wir machen dazu @client. Ups, ich kann nicht mehr schreiben. @client.event. Gehen in die nächste Zeile. Mach ein async dev on-member-join. Also wenn ein Member joint. Da hinten dran kommt in Klammern Member, damit wir wissen, welcher Member gejoint ist. Jetzt wollen wir prüfen, dass es kein Bot ist, weil Bots sind uns egal. Denen wollen wir keine Willkommensnachricht schicken. Das heißt, wir machen if not member.bot. Super easy. Weiter geht's. Wir machen ein embed, was demjenigen dann geschickt werden soll, weil eine normale Nachricht wäre zu langweilig. Also machen wir embed ist gleich discord.embed. Achtung, hier embed wieder groß. Fangen wir an mit einem Titel ist gleich willkommen auf, weiß nicht, machen wir meinen Server, machen wir Melion. Melion, dann machen wir hier ein paar geschweifte Klammern, in denen wir gleich den Username von ihm eintragen. Und jetzt machen wir noch ein animiertes Herzchen oder so. Dafür habe ich mir hier eins kopiert, das auf unserem Server liegt. So, das ist einfach jetzt nur ein animiertes Emoji oder sich ein irgendein Emoji. Das könnt ihr so mit den spitzen Klammern hier reinfügen. Und das wird dann auch angezeigt, wenn der Bot darauf Zugriff hat. Jetzt machen wir hier noch einen Punkt Format, damit wir den Namen des Spielers übergeben können. Also machen wir hier einen Member.name. Hier hinten dran machen wir so zwischen diese zwei Klammern ein Komma, gehen in die nächste Zeile, Description ist gleich, wir heißen, Gott, ich kann nicht mehr schreiben, dich herzlich willkommen auf unserem Server. So, jetzt machen wir noch irgendeine Color, machen wir hier Color, ups, ich bin 1, 2 draußen, da muss ich rein, Color ist gleich, weiß nicht, 0x22a7f0. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, blau sein. So, und jetzt fangen wir schon an. Es gibt zwei Fälle. Fall Nummer 1, wir schicken ihm eine DM. Und Fall Nummer 2, er hat DMs nicht aktiviert. Das Problem ist, wir könnten es natürlich auch in einen Channel schicken auf dem Server, aber dazu müssten wir jetzt wieder einen Channel definieren. Das dürft ihr gerne machen. Das haben wir ja bestimmt schon 1000 Mal gemacht. Wie man in einen bestimmten Channel schickt, muss man halt dann hier mit der getGuild und dann der getChannel-Methode machen. Wir machen es jetzt aber per Privatnachricht, weil auch immer sehr viele gefragt haben, wie schickt man eigentlich einem User eine Privatnachricht? Und das ist eigentlich super einfach. Wir müssen vorher prüfen, ob er denn schon einen Privatnachrichtenkanal offen hat. Also ob wir jemals schon mit ihm privat geschrieben haben. Und dafür machen wir hier ein if not member.dm-channel. Das heißt, wenn wir nicht mit ihm geschrieben haben, dann machen wir ein await member.create-dm, runde Klammern. Jetzt haben wir einen Channel. Und dann machen wir hier einfach noch ein await. Ich gehe mal ein bisschen runter. Member.dm-channel.send. Embed ist gleich embed. Ja, das war's eigentlich schon. Dann machen wir hier noch das Accept. Und hier machen wir jetzt einen Discord.errors.forbidden Error hin. Das heißt, wenn wir ihm das nicht schicken dürfen, weil er eben User-Benachrichtigung aus hat, oder DM-Benachrichtigung. Und hier tun wir jetzt einfach in unsere Konsole mit Print ausgeben. Es konnte keine Willkommensnachricht angesendet werden. Kann man hier noch den Namen wieder übergeben.
Member.name. So, und das war es auch eigentlich schon. Jetzt können wir unseren Bot direkt starten. Muss ich eine Konfiguration hinzufügen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ihr geht hier oben auf Add Configuration. Dann könnt ihr hier ein Plus machen. Python. Wählt hier bei Script Path euren Bot aus. Und das sollte eigentlich alles passen. Dann können wir direkt starten. Bam, Bot fährt hoch. Und ist online. Genau, jetzt für dieses Tutorial hat mir freundlicherweise mein kleiner Bruder seinen Discord-Account ausgeliehen. Das heißt, wir gehen auf seinen Account jetzt hier. Jetzt brauche ich kurz den Einladungslink. Da habe ich den Einladungslink. Jetzt gehen wir hier unten auf Server hinzufügen, Server beitreten, fügen den hier ein, machen beitreten und bam, wir haben direkt eine Nachricht bekommen. Willkommen auf Melion Yannis. Wir heißen dich herzlich willkommen auf unserem Server. Genau. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit diesem Tutorial. So einfach geht das, so wenig Zeilencode für so einen geilen Bot. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, was wir tun sollen. Am besten auch sowas Kleines, was man so schnell umsetzen kann. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kommt auf jeden Fall auch auf den ersten Discord in der Beschreibung, melion.net. Da mache ich gerade das meiste und da bin ich auch immer online, immer erreichbar. Dürft mich gerne anschreiben, mit mir quatschen, wie ihr Bock habt. Und ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Tutorial. Tschüss.